Ja, hallo liebe Trader, Anleger und Investoren. Hier spricht Andrei Anissimov und ich habe eine äußerst wichtige und dringende Botschaft für dich. Ich meine, schau dir doch mal den Kursverlauf von gestern an und vielleicht hast du es mitbekommen. Alle Medien sind voll davon. Der Markt kollabiert, der nächste Crash steht uns ins Haus, wir werden alle unser Geld verlieren. Innerhalb eines Tages ist alles weg. Auch in Asien brechen zum Handelsbeginn die Kurse ein. Manche sprechen angesichts solcher Rückgänge von einem Einbruch. Die Börsen im Bann des Coronavirus. Heute in Asien geht es kräftig nach unten. An den Börsen wächst die Sorge und die Suche nach Auswegen. Es ist ein massiver Ausverkauf an den Börsen. Im Augenblick kommt alles Negative zeitgleich auf den Tisch. Ich möchte mir nicht vorstellen, welche politischen Konsequenzen ein solcher Finanzcrash hätte. Was bleibt, ist unser aller Optimismus und die Hoffnung auf bessere Zeiten. Nun, lass uns in diesem Video anschauen, was da dran ist. Ist das jetzt wirklich schon der große Crash, über den die Experten seit Jahren reden? Oder ist es eine Korrektur? Und vor allem, wie können wir mit dem einen bzw. mit dem anderen Geld verdienen? Ganz herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Ich habe heute diese Themen für dich mitgebracht. Ich möchte mir als allererstes den aktuellen Markt mit dir gemeinsam anschauen und die Frage beantworten, handelt es sich um eine Korrektur, also ein ganz normales Geschehen im Markt, oder ist der große Crash da und wir sollten uns darauf einstellen, dass die Bären das Ruder für die nächsten Jahre übernehmen. Und das Zweite, ich möchte dir zeigen, wie wir bereits jetzt mit fallenden Kursen Geld verdienen und wie du, statt dich über einen Crash zu fürchten, auf diesen Crash wirklich freust und welche einzigartigen Gelegenheiten du hast, an einem Crash Geld zu verdienen. Ich möchte dir das große Bild im Markt heute aufzeigen und ich möchte dir auch meinen Masterplan für die nächsten Monate aufzeigen, wie wir diese Situation, die sich gerade in den Märkten zusammenbraut, wirklich zum Geld machen können. Nun, als allererstes sollten wir eine Definition treffen. Wenn wir uns Überlegungen anstellen, ist es jetzt nur ein Crash oder eine Korrektur, dann sollten wir ganz klar darüber sein, was ist denn nun ein Crash und was ist eine Korrektur. So, die formale Definition für eine Korrektur ist eine circa 10%ige Konsolidierung des vorher hergegangenen Anstiegs. Und das sehen wir im Markt permanent. Wir sehen ja die Kurse, dass sie nicht nur an der Linie hochgezogen werden, sondern wir sehen immer einen Anstieg und dann eine folgende Korrektur. Nun, eine Korrektur, wie gesagt, geht normalerweise ungefähr 10% vom aktuellen oder vom Höchstpreis und meistens, und das ist ganz, ganz wichtig, meistens für eine Korrektur sind kurzfristige Emotionen ausschlaggebend. Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, politische Börsen haben kurze Beine oder sell the good news and buy the bad news, also so eine Sachen. Das ist genau die Spielweise, wo es darum geht, die Emotionen des Marktes in einer Korrektur zu reiten. Aber du weißt, Emotionen sind auch meistens kurzfristig. Das heißt, eine Korrektur ist meistens innerhalb von kürzester Zeit ausgestanden. Ein Crash hingegen, ein wirklich voller, ausgereifter Crash, nun, wie sieht er aus? Es ist ein Übergang in einen langfristigen Bärenmarkt. Wir rechnen dort mit Korrekturen von ca. 30-40%, ausgehend vom aktuellen Hoch. Und ja, das ist eine ganze Menge. Also sag ich es mal so, wenn der Markt 40% korrigiert, nun, dann werden das wirklich auch die reale Wirtschaft spüren. Und das ist meine Botschaft. Ein Crash wird durch reale wirtschaftliche Bedingungen verursacht. Nicht durch Emotionen, sondern durch bestimmte Auslöser, die wir uns gleich in diesem Video anschauen werden. Nun, das Coole an den Crashes ist, und das ist genau der Grund, warum ich immer sage, habe bloß keine Angst davor. Ein Crash zeigt sich immer rechtzeitig an. Mehr noch, sogar diese Korrektur, die wir gerade im Markt beobachten, hat sich wirklich schon letzte Woche ganz klar ausgezeichnet. Und genau deswegen konnten wir von dieser Gelegenheit profitieren. Ja, das ist genau das, was ich dir in diesem Video zeige. Also schau mal, das ist der S&P 500 im wirklich langfristigen Kursverlauf. Also das sind die letzten 25 Jahre. Und was du hier siehst, sind die letzten beiden Crashes, die in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben. Einmal die Dotcom-Blase, das siehst du hier. Und einmal die Lehman Brothers-Pleite und die Subprime-Crisis, die praktisch 2007, 2008 wirklich dazu geführt hat, dass die Märkte für einen längeren Zeitraum
nun in einen Bärenmarkt übergegangen sind. Und seitdem sind wir wirklich in einem Bullenmarkt. Also du siehst auch, wie enorm groß das Abwärtspotenzial ist. Das ist genau der Grund, warum so viele Experten die ganze Zeit sich darüber unterhalten. Nun, wann wird denn jetzt eine Korrektur kommen, etc., etc. Nun, lass uns das gemeinsam beantworten. Lass uns heute ganz klar feststellen, wann diese Korrektur oder dieser Crash, besser gesagt, kommen wird. Nun, was wir hier aber zwischendurch immer wieder sehen, sind die sogenannten Rückschläge. Das sind die ganz normalen Korrekturen innerhalb eines Bullenmarktes. Ja, die letzte größere Korrektur haben wir um den Jahreswechsel 2018-2019 gesehen. Und ja, das Potenzial nach oben ist weitestgehend ausgeschöpft, so sagen es die Experten schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, das Potenzial für eine Börsenkorrektur, also für einen großen Crash, ist tatsächlich gegeben. Aber ist es jetzt schon soweit? Sind wir jetzt schon im Crash? Nun, lass uns genau das mal genauer angucken. Ich habe für dich den 100% Indikator heute mitgebracht. Und wenn ich nur einen einzigen Indikator hinzuziehen könnte, um diese Frage zu beantworten, steuern wir auf einen Crash oder eine Korrektur zu, dann schaue ich mir immer die Zinsstrukturkurve an. Warum? Weil die Zinsstrukturkurve wirklich der exakteste Indikator ist. Der hat bis jetzt jede einzelnen Crash mit Exaktheit vorausgesagt. Und zwar nicht einen Tag voraus, sondern tatsächlich ein Jahr im Voraus. Nun, lass uns das Ganze anschauen. Lass uns anschauen, was uns die Zinsstrukturkurve sagt, weil die Zinsstrukturkurve kann drei unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Sie kann eine normale Ausprägung annehmen. Das ist das, was du hier siehst, diese blaue Linie. Und diese blaue Linie bedeutet, dass die Zinsen für kurzfristige Anleihen geringer sind als für langfristige. Nun, das macht auch in einer ganz normalen Wirtschaft Sinn. Warum? Weil langfristige Verbindlichkeiten typischerweise auch mehr Risiko tragen. Also wer weiß schon, was in 20 Jahren passieren wird, da ist das Risikopotenzial definitiv höher als das kurzfristige. Das ist das normale Bild. Und dann immer ein Jahr vor dem Crash sehen wir die sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Und diese inverse Zinsstrukturkurve entsteht dann, wenn die kurzfristigen Anleihen eine höhere Verzinsung bekommen als langfristige. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass kurzfristige Risiken in den Markt eingepreist werden. Also kurzfristig ist immer relativ. Wir beobachten hier Staatsanleihen mit Laufzeit von 20 Jahren plus. Kurzfristige sind immer so ein Jahr. Das bedeutet, dass wir immer, wenn die Zinsstrukturkurve eine inverse Ausprägung annimmt, tatsächlich eine Korrektur ein Jahr danach sehen. Und wie gesagt, wenn wir nur diesen einzigen Indikator anschauen könnten, dann werden wir schon sehr, sehr viele Implikationen bekommen. Hier siehst du die Adresse. Du kannst es einfach googeln, Zinsstrukturkurve oder Dynamic Yield Curve auf Englisch. Und warum beobachten wir den US-Markt? Nun, weil er offensichtlicherweise der Taktgeber ist für die Weltwirtschaft. Also niemand guckt auf Deutschland, sondern ganz im Gegenteil, alle schauen nach USA und dort werden die großen Trends nach wie vor geboren. Nun, was sehen wir aktuell, also Stand heute? Und ich zoome mal das hier ein bisschen rein, damit wir das ein bisschen besser uns anschauen können, weil die Lage ist wirklich, und ich übertreibe das nicht, die Lage ist wirklich dramatisch, meine lieben Freunde. Wir haben eine inverse Zinsstrukturkurve Stand heute. Und das bedeutet, wir steuern auf wirklich unruhige Fahrwasser zu. Wie gesagt, die Voraussage ist immer ein Jahr im Voraus, aber ich möchte dir aufzeigen, wie eine normale, sage ich mal so hier, das ist die ganz normale Zinsstrukturkurve während eines Bullenmarktes. Und was du siehst, dass kurzfristige Staatsanleihen, also drei Monate etc., ein geringeres Risiko haben als langfristige. Das ist wie gesagt die normale Zinsstrukturkurve, das ist meistens immer der Fall, wenn wir mit normalen bullischen Märkten zu tun haben und im Vorfeld der Crashes, ja, also im Vorfeld zum Beispiel des Platzens der Lehman Brothers, haben wir eine inverse Zinsstrukturkurve gesehen und zwar ziemlich genau ein Jahr im Vorfeld. Und du siehst, dass die kurzfristigen Zinsen wirklich explodiert sind, bevor der Crash losgegangen ist. Und genau das gleiche haben wir auch vor der Dotcom-Blase gesehen. Also ein Jahr bevor die Märkte kollabiert sind, haben wir diese inverse Zinsstrukturkurve im Markt bekommen. Und sie hat uns wirklich sehr, sehr klar angezeigt, dass wir nun in Schwierigkeiten reinrutschen. Ja, schau dir das doch einfach mal an. Wie gesagt, vor der Dotcom-Blase, ja, ist die Zinsstrukturkurve invers
Und dann, während die Märkte crashen, normalisiert sie sich, weil sie zeigt ja ein Jahr im Vorfeld das Ganze an. Und sie sagt, gut, ein Jahr von heute wird das Ganze wieder nach oben gehen. Und genau so ist die ganz normal während des gesamten Bullenmarktes. Nun, kurz bevor die Lehman Brothers Geschichte hier anfängt, du siehst, die kurzfristigen Zinsen explodieren wörtlich. Und nun, damit preisen die Marktteilnehmer diese kurzfristigen Risiken letztendlich in ihre Anleihen ein. So, wir sehen hier, wie gesagt, wie das Ganze sich invers wird, ne? Und dann, wenn der Crash da ist, dann wird die Zinsstrukturkurve ganz normal. Und wir haben diese normale Zinsstrukturkurve während des gesamten Bullenmarktes die letzten 10 Jahre gesehen. Mehr oder weniger ausgeprägt, aber die Struktur ist nach wie vor die gleiche gewesen. Und wer schon mich seit einiger Zeit kennt, der weiß, dass ich schon vor ungefähr einem Jahr geschrien habe, Achtung, Achtung, die Zinsstrukturkurve wird invers. Wann ist das gewesen? Nun, ziemlich genau im März 2019. Du siehst das hier, wie es vor einem Jahr ausgesehen hat, und du siehst, dass das genau so aussieht, wie vor dem Platzen der Lehman Brothers. Wirklich fast 1:1. Und das ist auch genau der Grund, warum ich sage, meine lieben Freunde, bereitet euch auf einen Crash vor, der ist in den nächsten Monaten wirklich bei uns. Und du hast es gesehen, wie gesagt, vor einem Jahr, im März dieses Jahres, könnten wir, ab dem März dieses Jahres, sollten wir auf einen Crash vorbereitet sein, aber noch nicht. Und wie gesagt, das ist nur einer der Indikatoren. Ich zeige dir noch ein paar andere Sachen, wie ich zu dieser Idee gekommen bin. Aber Tatsache ist, dass wir ein Jahr von heute, also Stand Ende Februar, in dem Markt nun eine ganz normale Zinsstrukturkurve hatten und erst im März/April ist sie invers geworden. Die hat sich dann wieder ein Stückchen gebessert um den Jahreswechsel rum und jetzt im Januar sind wieder die kurzfristigen Zinsen hochgeschnellt. Also wie gesagt, wir sehen hier ganz klare Warnsignale aus dem Markt. Wir sehen, dass die Zinsstrukturkurve uns wirklich zeigt, dass wir im März, nun, das ist wirklich nicht mehr hinterm Berg, ab dem Frühling dieses Jahres sollten wir uns auf wirklich, nun, schwierige Fahrwasser einstellen. Aber wie gesagt, momentan sehe ich das Ganze nicht. Wie gesagt, die inverse Zinsstrukturkurve zeigt uns Marktrisiken auf. Das sind die wirtschaftlichen Faktoren, die dort einspielen. Erinnere dich an die erste Folie. Ein Crash kommt immer aus der Wirtschaft und nicht aus der Emotion. Nun, die Zinsstrukturkurve zeigt den Crash ein Jahr im Voraus an und hat, wie gesagt, eine 100%ige exakte Trefferquote. Jeder einzelne große Börsencrash wurde von der Zinsstrukturkurve ein Jahr im Vorfeld identifiziert. Nun, die Botschaft ganz klar, wir steuern auf einen Crash in wenigen Monaten zu, also bereite dich am besten jetzt schon vor, um nicht kalt erwischt zu werden. Die Situation jetzt, also was passiert jetzt im Markt, warum haben wir diesen Abverkauf gestern gesehen und wie geht es kurzfristig weiter? Weißt du, die Medien sagen, es ist der Coronavirus und ich habe gestern auch in CDF gesehen, dass in Italien tatsächlich ganze 200 Fälle gemeldet wurden und das soll der Auslöser sein für den Crash in USA. Das sind Emotionen, mein lieber Freund. Ja, das sind Emotionen. Der Coronavirus ist am Montag nicht anders gewesen wie am Freitag. Es ist bekannt, es ist bereits eingepreist. Es sind News von gestern. Also diese Nachrichten, ja, die werden jetzt als Grund herangezogen. Aber Tatsache ist, momentan gibt es keinen objektiven Grund, der dafür gesorgt hätte oder der Auslöser gewesen wäre für die 4% Verlust im Markt alleine gestern an einem einzigen Tag. Ist das die Konjunkturschwäche? Absolut. Wir schwächeln in Deutschland. Das erste Quartal wird ein negativer Wachstum in der Wirtschaft sein. Ein weiterer Indikator übrigens dafür, dass wir kurz vor einem Crash stehen. Aber gestern kamen auch keine Nachrichten, weltbewegenden Nachrichten in den Markt, die einen Crash sozusagen in dem Moment einläuten würden. Tatsache ist, wir sehen nach wie vor seit vielen, vielen Jahren, dass trotz dieser Konjunkturbedenken, dass trotz dieser Experten, die alle sagen, naja, die Korrektur ist schon längst überfällig und einen Crash können wir auch ebenfalls sehr, sehr gut vorstellen. Wir sehen, dass der Markt immer weiter steigt. Und die Frage ist natürlich, woher
kommt das Geld, das in den Markt reingepumpt wird? Und die Antwort ist ganz einfach. Es ist die Geldschwemme der Notenbanken. Du siehst hier auf der rechten Seite eine Grafik, die die Geldmenge identifiziert. Und du siehst, dass in den letzten 10 Jahren die Geldmenge exponentiell nach oben geschnellt ist. Und mit dem Zinseszinseffekt wird es sich weiter so fortsetzen. Nun, das ist kein Zufall, sondern das ist ganz geplant. Und ich meine, die Notenbankchefs reden ja auch darüber. Vielleicht kannst du dich noch an den Helikopter-Ben erinnern. Ben Bernanke, der alte Chef der Fed, der hat gesagt, wenn es notwendig ist, dann werden wir genug Geld aus dem Helikopter über Manhattan schmeißen, bis das Problem gelöst ist. Und Tatsache ist, jedes Problem kann man mit genug Kapital lösen. Und das ist ja genau das, was die Notenbanken dann und seit 10 Jahren machen. Ja? Statt das Problem zu bekämpfen, schwemmen sie sozusagen das Geld mit dem die überschwemmen den Markt mit dem Geld so rum. Und ja, lass uns mal anschauen, wohin die Anleger dieses Geld investieren. Du siehst hier den Kursverlauf der Staatsanleihen, also 20-jährige US-Bonds, also US-amerikanische Staatsanleihen, und du siehst, dass sie gestern auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind. Du siehst hier Gold, das ist der Preisverlauf von Gold, vielleicht hast du es mitgekriegt, Gold hat eine fundamentale Rallye hingelegt. Und was sind Gold und Staatsanleihen, mein lieber Freund? Das sind die sicheren Häfen, in die die großen institutionellen Investoren ihr Geld umschichten, um aus den Aktienmärkten rauszugehen. Vielleicht hast du es auch gar nicht mitgekriegt, ich zumindest habe das nur am Rande mitgekriegt, auch Bitcoin ist mittlerweile wieder bei 10.000 US-Dollar angekommen. Ja, ganz richtig, der war ja bei knapp 3.000 Dollar angekommen und jetzt ist er wieder, hat sich schon mehrfach als verdoppelt und verdreifacht. Bedeutet, die Leute da draußen suchen nicht unbedingt Risiken, sondern die suchen Sicherheit. Die suchen Sicherheitsmärkte, die sicheren Häfen. Und was sind das? Das ist Gold, das sind Staatsanleihen, das sind alternative Währungen wie die Kryptos und das ist das, wo das Geld hinfließt. Ich möchte dir die Frage stellen, hast du Angst vor einem Crash? Oder freust du dich auf einen Crash? Denn das ist genau das, was bei mir in der Brust ist. Weißt du, wir haben keine Angst vor dem Crash. Wir wollen den bloß nicht verpassen, weil das ist die beste Gelegenheit, Geld an den Märkten zu machen. Es ist immer sehr, sehr schnell. So ein Crash läuft wirklich sehr dynamisch ab und es ist extrem profitabel, auf fallenden Märkten zu arbeiten. Vielleicht kennst du den Spruch, ein Haus brennt immer schneller ab, als es aufgebaut ist. Nun, genau das ist es, womit ich plane, das große Geld dieses Jahr zu verdienen. In wenigen Monaten, mein lieber Freund, ist es soweit. Wie gesagt, viele Experten gehen vom Frühling aus. Ich kann das nicht mit hundertprozentiger Exaktheit voraussagen, aber ich kann dir sagen, beobachte bitte das Ganze sehr, sehr sorgfältig, denn die Lage ist wirklich sehr ernst. Nun, die Frage, wie verdiene ich am Crash? Schau mal, wir haben unsere Trades bereits letzte Woche abgegeben. Du siehst hier, das ist der Auszug aus unserer Trader Workstation, aus unserem VIP Trading Club. Wir haben am 20. Februar, kurz vorm Börsenschluss, uns auf einen Crash vorbereitet. Wir haben Gold gekauft, wir haben Puts auf den Markt gekauft und wir sind long in Gold gegangen, wir sind long in der Volatilität und wir sind long in den Puts auf den Markt. Das sind die drei Sachen, die wirklich dafür sorgen, dass du am allereinfachsten und am allerschnellsten im Crash Geld verdienst. Ich meine, du hast ja den Chart von Gold bereits gesehen, habe ich dir gezeigt, ist auf ein neues Hoch angestiegen, auf ein neues 7-Jahre-Hoch, muss man mittlerweile sagen. Und das ist der Volatilitätsindex der CBOA, der sogenannte VIX, der Fieberthermometer der Märkte. Und du siehst, wie sprunghaft er diese Woche angestiegen ist. Nun, wie gesagt, wir sind schon seit Donnerstag dabei und das ist unser Gewinn. Mehrere 100%. Wir haben das Ganze hier eingekauft. Du siehst diesen grünen Strich. Das ist dort, wo wir long gegangen sind. Für knapp 1,50 Dollar haben wir diese Calls erworben. Nun, die haben sich natürlich schon mehrfach verdoppelt und verdreifacht. Und das ist genau so, wie du am allereinfachsten und am allerschnellsten am Markt Geld verdienst, wenn er kollabiert. Du beobachtest die Indikatoren, du siehst, dass sich da was zusammenbraut. Nun, dann stellst du sozusagen auf die richtigen Instrumente die richtigen Positionen. Ich freue mich unglaublich über diese Korrektur und ich freue mich noch viel mehr auf den kommenden Crash. Nun, lass uns mal anschauen, was aktuell im Markt passiert. Ich hole mal hier mein, Entschuldigung.
Ich hole hier meinen Stift raus. Und als allererstes muss ich sagen, nun, das, was gestern passiert ist, interessanterweise ist der Abverkauf auf einem ganz klaren Unterstützungsniveau angekommen. Ja, natürlich, dieses Gap ist hier unglaublich. Und wie gesagt, das sind reine Emotionen im Markt. Es gab wirklich keinen allzu großen Auslöser, die das rechtfertigen würden. Nun, meine persönliche Meinung oder mein Ansatz ist, dass wir hier von dieser Korrektur jetzt diese Woche tatsächlich einen wieder Anstieg haben werden. Man spricht auch so von Cat Dead Cat Bounce, ja, also der Abprall einer toten Katze. Ist fies, ich weiß. Aber letztendlich brauchen wir auch ein tieferes Hoch, damit der Abwärtstrend bestätigt wird. Also wenn wir das, sage ich mal, wirklich bilderbuchtechnisch abarbeiten, dann werden wir hier ein tieferes Hoch ausbilden, was letztendlich auch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation verursachen wird. Und wenn du dich mit der SKS-Formation auskennst, hier ist die Schulter, hier ist der Kopf, hier ist die Schulter. Man sagt so schön, dass ein Verkaufssignal entsteht, wenn der Nacken gebrochen wird. Nun, ganz richtig, der Abwärtstrend wird bestätigt. Wir haben dann wirklich einen intakten Abwärtstrend. Und das könnte wirklich dir, sage ich mal, Einläuter sein für die 10%ige Korrektur. Nun, wohin könnte sie uns führen? Wenn ich jetzt, sage ich mal, wirklich mit dem Finger ins Blaue gehen soll, dann sage ich so, bei 3000 plus haben wir hier, ja, das ist keine gerade Linie, ich weiß, tut mir leid, im Chart kann man das viel schöner einzeichnen. Aber immerhin, sage ich mal, könnte das dann die Reise in Richtung 3000 und ein paar zerquetschte gehen, bevor wir dann den Abpraller sehen. Das kann sich wirklich sehr dynamisch entwickeln, auch in den kommenden Tagen. Nun, mein persönlicher Favorit ist, dass wir hier tatsächlich dieser Unterstützung gehalten wird. Ja, ich gehe davon aus, dass wir hier das hier nochmal antesten werden. Das heißt, wir haben jetzt eine Korrektur, wir prallen hier ab und dann werden wir sehen, ja, ob das ein Abpraller wird und die Kurse sich stabilisieren. Das ist mein favorisiertes Szenario und auch das von Marco für die nächsten Wochen. Nun, wenn das Ganze hier durchbricht, dann ist das Kursziel ganz klar 3000-310, 320 so in der Richtung. Dort könnte die ganze Reise jetzt hingehen. Also wenn du jetzt im Markt bereits mit Positionen, die auf fallende Märkte setzen, positioniert bist, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann habe ich eine Idee für mich, für dich. Nun, wie geht es jetzt weiter? Die Auslöser waren dieses Mal eindeutig die Emotionen. Und die Unsicherheit, die wir momentan im Markt sehen, ist natürlich der Vorbote eines Crashes. Im Crash sind alle nervös und wir sehen diese Nervosität auch am Fieberthermometer, am VIX sozusagen. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird weiter volatil in den kommenden Märkten, in den Märkten zugehen. Und ja, ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir in den nächsten 4 bis 12 Wochen auf einen großen Crash zusteuern. Die Zinsstrukturkurve sagt uns, Achtung, 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 im Frühling 2020 könnte die Kacke anfangen zu dampfen. Und das bedeutet, wir sollten jetzt wirklich sehr, sehr sorgfältig den Markt beobachten, uns hedgen und wirklich das Risiko rausnehmen. Defensive Positionen eingehen und letztendlich darauf, nun, setzen, nicht allzu viele Risiken einzugehen. Ich habe auch ein Angebot für dich, weißt du, ich möchte dir wirklich vom ganzen Herzen helfen, diese Gelegenheit wahrzunehmen. So eine Gelegenheit kommt einmal in 10 Jahren. Das letzte Mal, wo wir einen Crash gesehen haben, war 2008, 2009. Nun, es einmal pro Jahrzehnt ergibt sich diese goldene Gelegenheit. Und weißt du, ich werde den Markt beobachten, ich habe meine eigene Strategie und ich möchte dir auch zeigen und dir auch helfen, an diesem kommenden Crash wirklich großes Geld zu verdienen. Wie machen wir das? Nun, wir beobachten ja sehr, sehr engmaschig den Markt. Wir haben eine wöchentliche Marktanalyse nach unserem patentierten System, nach unserer Checkliste und wir verschicken auch in unserem Börsendienst VIP Trading Club die Trades Alerts, so wie du das gerade gesehen hast. Long in Gold, Long in VIX, Short im Markt. Das sind die drei Positionen, die wir unseren Mitgliedern letzte Woche empfohlen haben, weil das Ganze sich wirklich abgezeichnet hat. Nun, was kannst du mit diesen Empfehlungen erreichen? Nun, als erstes wirst du rechtzeitig deine Positionen in Sicherheit bringen. Du wirst informiert sein, wenn sich etwas zusammenbraut und das Beste daran ist, du wirst an diesem großen Crash wirklich großes Geld verdienen. Stelle ich dir mal die ganz provokative Frage, was wäre dir das Ergebnis wert? Ab einem großen Crash rechtzeitig gewarnt zu werden, deine Positionen abzusichern und dann mit richtigen Positionen am fallenden Markt eine goldene Nase zu verdienen. Musst du dir selber überlegen.
Ich möchte dich einladen, den VIP Trading Club zu testen. Der VIP Trading Club liefert jede Woche fertige Trades zu kopieren. Und das Beste ist, wir machen es nicht im Demo, sondern wir machen es wirklich im Echtgeldkonto. Das sind reale Trades. Das ist mein persönliches Geld, was Marco Arnert dort managt und wöchentlich Video-Newsletter verschickt, wo ihr Trade-Empfehlungen an unsere Abonnenten abgibt. Wir haben einen Mitgliederbereich, wo die ganzen Videos hinterlegt sind, wo du Schulungsvideos bekommst zu den Strategien. Du hast auch einen Kontakt zur Redaktion. Das heißt, du kannst als Mitglied im VIP Trading Club Marco jederzeit ansprechen, ihm eine E-Mail schreiben, mit deinen persönlichen Fragen ihn bombardieren. Und ja, was haben wir für eine Performance? Vielleicht auch das mal ganz interessant. Alleine im Januar 2020 haben wir im Depot 7,31% Gewinn gemacht. Und ja, die Kosten des VIP Trading Clubs sind 97 € pro Monat. Ich kann dir jetzt schon sagen, er bringt ein Vielfaches davon, was er kostet. Hier siehst du noch mal den Screenshot von der Performance. Wie gesagt, das ist am 30. Januar 2020, dieses Jahr alleine im ersten Monat 7,3%. Nun, den Februar werden wir genau ähnlich gut abschließen, alleine mit den Positionen, die ich dir gerade gezeigt habe. Was wäre es dir wert? Ich habe ein Angebot für dich. Und zwar, ich möchte dir das anbieten für einen einzigen Euro. Mein Ziel ist es, hier nicht Geld zu verdienen, sondern dir zu helfen, mit uns gemeinsam am Crash reich zu werden, weil ich weiß, wenn du diese Gelegenheit mit uns gemeinsam wahrnimmst, nun, dann wirst du begeistert sein und dann wirst du auch zukünftig mit mir bereit sein, Business zu machen und vielleicht sogar Abonnent im VIP Trading Club bleiben. So, hier ist der Deal. Ich möchte dafür wirklich eine kurze, das ist wirklich der Deal des Monats, eine kurze Aktion aus aktuellem Anlass. Ich habe mich heute früh dazu entschlossen, das Ganze dir anzubieten. Und ja, ich gebe Zeit bis Sonntag 24 Uhr. Bis Ende der Woche kannst du eine Entscheidung treffen. Volle Monat Mitgliedschaft für einen einzigen Euro. Eigentlich ist es ein No-Brainer. Also da gibt es gar nicht groß zu überlegen, weil du kannst absolut nichts verlieren und du kannst nur gewinnen. Du bekommst jede Woche eine detaillierte Marktanalyse, genauso wie die, die du am Ende dieses Videos bekommen wirst, und du bekommst beste Trade-Setups für den aktuellen Markt. Genauso wie unsere Mitglieder, die letzte Woche bekommen haben und long in Gold gegangen sind, long im VIX gegangen sind und in Puts auf den Markt letztendlich gekauft haben. Und das Ding ist, wenn es dir danach gefällt, nach diesem Testmonat, wie gesagt, ein einziger Euro, wenn du sagst, ja, das macht Sinn, ich verdiene dort mehr Geld, als das Abo kostet, danach kannst du es für 97 € pro Monat abonnieren. Und natürlich würde ich mich freuen, das ist auch mein Kalkül, dass es dir so gefällt, dass du sagst, die Abo-Kosten habe ich mit Leichtigkeit wieder raus. Und genau deswegen lade ich dich ein, für einen einzigen Euro einen vollen Monat das Ganze zu testen. Probiere unsere Empfehlungen risikofrei aus. Lass uns gemeinsam am kommenden Crash Geld verdienen, weil das ist das, was wir äußerst engmaschig beobachten. Und ich sag's nochmal, ich gehe fest davon aus, dass wir in den kommenden nächsten Monaten diesen Crash sehen werden. Und genau deswegen ist gerade jetzt Support sehr, sehr wichtig. Weißt du, man sagt so schön, vier Augen sehen mehr als zwei. Stell dir mal vor, du bist Team in einer großen Runde, einer Armee von Tradern, die alle gemeinsam auf den Markt anschauen, sich gegenseitig informieren, Marco die Informationen zuspielen und er sie dann aufarbeitet und dir eine wöchentliche Marktanalyse zur Verfügung stellt und konkrete Trade-Ideen für die aktuelle Marktsituation gibt. Genau wie die drei Trades, die ich dir gerade vorgestellt habe. Mein lieber Freund, vielen herzlichen Dank an der Stelle von meiner Seite. Danke, dass du dir zugehört hast. Benjamin Franklin hat gesagt, eine Investition in Wissen bringt die besten Zinsen. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, nutze die Gelegenheit, bis Sonntag 24 Uhr für einen einzigen Euro den VIP Trading Club zu testen. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Andrei Nissimov von der Trader IQ und ja, bis bald und alles Gute. Viel Erfolg.